Hallo meine Lieben, ich habe heute für euch eine Rezension und zwar ist es Talos 2 von Lisa Grimm, die Magie des Würfels. Dieses Büchlein hat 5 Sterne von mir bekommen und hat 377 Seiten. Ich habe diesmal mein schlaues Büchlein nicht dabei. Und ja, hier geht es um unsere Hauptprotagonistin, wie hieß sie gleich nochmal, Erin, ja, ist bekannt halt dafür, dass sie halt so Geistertouren macht, beziehungsweise arbeitet sie in so einer Branche und ihre Chefin, mit der macht sie halt zusammen solche Touren durch London und dann erzählen sie halt Touristen oder jeder, der sowas mag, so, ja, so Geistertouren, Stories und Erin führt diese und ja, bei einer Tour passiert halt was sehr, sehr Merkwürdiges und zwar, ja, begegnet Erin zum ersten Mal wirklich ein Geist und ja, sie ist danach so ein bisschen, ja, durcheinander und total verängstigt und dadurch, dass sie ja die Tour abbrechen musste und weil die Touristen sich natürlich auch zu dolle gegruselt haben und ja, macht ihre Chefin sozusagen Druck und sagt, okay, du musst jetzt deinen Arbeitskollegen mitnehmen. Und der begleitet sie dann und stellt ihr natürlich dann halt auch so ein paar Fragen, ob sie denn so an Geister glaubt und ob sie denkt, dass es wirklich ein Geist war oder dass es nicht einfach nicht nur so das Licht kurz einen Kurzschluss gegeben hat oder so. Und ja, er glaubt ihr halt dann, dass sie halt dann wirklich einen Geist gesehen hat, beziehungsweise so gespürt hat. Und ja, dann passieren halt sehr, sehr, sehr viele magische Sachen natürlich auf einmal. Einmal Erin findet auch noch ein, ja, ein sehr geheimnisvolles Buch in einer Bibliothek, beziehungsweise in so einem Buchladen. Und dieses wird ihr geschenkt. Und ja, als sie später noch mal in diesen Buchladen gehen möchte, ist dieser Buchladen verschwunden. Und zur gleichen Zeit passieren im Untergrund natürlich auch noch sehr, sehr viele spannende Sachen. Und zwar wird auf einmal das Grab von der größten, tödlichsten Hexe aller Zeiten gefunden. Die ist natürlich schon verstorben. Und ja, sie war die größte Hexe aller Zeiten und hatte sehr viel Macht und Magie und hat so einen sehr coolen Würfel erfunden, erschaffen mit ihrer Magie. Dieser Würfel erfüllt deinen Herzenswunsch. Aber auf diesen Würfel ist natürlich, ja, liegt auch so eine Art Fluch. Und er erfüllt dir zwar deinen Herzenswunsch, aber gleichzeitig passiert halt auch deine größte Angst, geht auch noch in Erfüllung. Und ja, dann begegnet Erin natürlich halt auch immer mehr Menschen und Charakteren. Und ja, und irgendwann kommt sie halt auch in diese Hexenmagiewelt und findet es halt auch irgendwie cool, weil sie selber halt auch hexen möchte und ja, sie sich natürlich dafür schon sehr interessiert hat und es passiert wirklich so eine Menge spannende Sachen mit Intrigen und ja, ich will jetzt nicht so viel auf den zweiten Band eingehen, weil ich euch sonst spoilern würde. Und ich, also mir hat diese Reihe, das ist eine Dialogie, riesengroßen Spaß beim Lesen gemacht und ja, es werden natürlich halt auch so Andeutungen im ersten Band von Harry Potter gemacht, von Narnia. Und wirklich großartig und ja, da sehen wir auch immer so ein detailliert gestaltet die Kapitelübersichten und es sind halt auch immer andere Symbole. Und ja, das sind halt wie gesagt diesmal diese Symbole, die hier auf dem Würfel zu sehen sind, die finden wir halt auch immer in der Kapitelübersicht. Und im ersten Buch waren ja die anderen Seiten sozusagen vom Würfel zu sehen. Und da hat man dann diese Symbole oben drin gehabt. Finde ich auch sehr, sehr toll gemacht. Und wir lernen halt wirklich auch noch eine Menge über Magie und ja,
und was es dann noch für Hierarchien gibt, und ja, wie das Ganze da in dieser Welt abläuft und ja, was es da noch alles so für Wesen gibt. Und mir hat es riesengroßen Spaß gemacht. Das habe ich ja zusammen auch mit der Bettina in einer Leserunde gelesen gehabt und wir waren beide davon sehr, sehr, sehr begeistert. Und ich glaube auch, das wird halt auch irgendwann mal ein Reread geben, weil ja, es wirklich richtig großartig ist. Okay, meine Lieben, ich verlinke euch, wie gesagt, halt auch den ersten und den zweiten Band nochmal unten in der Infobox. Da könnt ihr euch gerne auch nochmal die Klappentexte durchlesen. Und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!